Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren ja letztens bei Sivdor, den ich mal Sividor genannt habe, aber nur so, hier by the way, da hat irgendwas Feuer am Arsch. Nein, wir wollten auf die Karte gucken, was wir so als nächstes machen können, weil hier nicht mehr so wirklich was in der Nähe ist. Könnte hier, ach, das sind die 10 Fässer, das ist aber auch nicht wirklich spektakulär. Was haben wir hier? Kehre zu Galna zurück. Und dann noch ein paar andere Aufgaben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht die nehmen, womit wir hier hinkommen, zu Solstheim. Es könnte allerdings sein, dass das alles sind, die damit zusammenhängen. Deswegen lassen wir das erstmal sein. Und schauen mal, ob wir irgendwas anderes finden. Obwohl hier in der Nähe so. Okay, komm, wir gehen hier hin auf jeden Fall. Also, da müssen ein paar Sachen dabei sein, die definitiv nicht mit dem Addon zu tun haben. Und die werden wir jetzt einfach mal abchecken. Das ist ein Schild. Gut. Erstmal werfen, wegstecken. So, jetzt orientieren wir uns. Wo ist hier der Pfeil? Frage aller Fragen. Wenn man 10 Sachen angepinnt hat, ist das nicht so clever. Mini-Karte. Zack. Hätte vielleicht die Richtung mehr sollen. Irgendwo nach Osten. So. Hier ist aber nirgends so ein Feld abgebildet. Mhm. Gefühlt stehe ich dann wahrscheinlich jetzt gerade drin, ne? Nein. Güter und Waren aller Art und sie können alle. Dieser. Na, warte mal. Das ist dieser Händler, der hier irgendwo ist. Na komm. Der warme Sand von Elsweyr ist weit von hier. Ja, das stimmt. Du bist nicht der, den wir suchen anscheinend. Nee. Fern. Südwesten. Kommt, tretet näher und schaut, was ich euch anbieten kann. Südosten, Südwesten. Norden. Süden. Ah, du. Ich heiße euch willkommen, ja. Freund. Dir wurde also eine dätische Rüstung verkauft. Das ist die Wahrheit. So. Nehmen wir das zweite. Dieser Ring ist ein Khajiit-Artefakt. Ich denke, du solltest ihn gegen die Rüstung tauschen. Nun gut, aber nur dieses eine Mal. So. Dätische Kettenstiefel, Kettenrüstung. Die Sache ist die. Das brauchen wir wahrscheinlich alles nicht. Nein. Nicht, dass sie schlecht wäre, verglichen mit unserer ist die einfach nichts. So, gut, okay. Jetzt gucken wir mal hier ein bisschen näher. Gut, machen wir erstmal nach Winterland. Stopp, falsch rum, aber die nehmen wir noch mit. Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem Gut. So, da ist die Brücke. Möge euer Weg euch zu warnen. Ach komm schon. So. Ja, diese Festungsstadt ist immer sehr groß. Winteln. So, und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen umgucken, wohin die Reise geht. Ich mag das nämlich immer nicht, ewig durch Städte zu rennen. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal nach Südosten. Mögen die Götter Nordosten, Entschuldigung. Aber ich glaube, dass wir da nicht wirklich weit kommen.
Nicht sinnvoll zumindest. Ich glaube, ich bin auf der falschen Höhe auch. Okay, jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Hier? Karte. Okay, wir sind richtig. Das ist manchmal anstrengend, wenn, wie in dem Fall hier, auf der Minimap nichts angezeigt ist. Und so schön groß die Dörfer auch gemacht sind. Ich will aber nicht, dass du mich gleich nach drüben bringst. Ich war noch nie ein großer Freund von Windhelm. Ja? Es tut mir leid, aber ich suche derzeit keine neuen Besatzungsmitglieder. Um euer altes Besatzungsmitglied hat man sich gekümmert. Gute Arbeit. Hier ist euer Lohn. Und versauft nicht gleich alles. Na gut. Gut. Man sieht sich. Man weiß nicht, okay, was Freiheit das war das eine. Bedeutet, bis man auf einem Fluss gelebt hat. Jetzt gucken wir nach dem anderen. Ostgeist, suche Informationen über die Seehengst. Alles in Ordnung? Sagt mir, wenn ihr mehr über die Piraten wisst. Das ist ziemlich leer, Leute. Sagt mir, wenn ihr mehr über die Piraten wisst. Ist das Diebstahl? Nö. Untergang der Seehengst. Orthros, mit der neuen Route, die ihr vorgeschlagen habt, können wir vielleicht Piraten aus dem Weg gehen. Aber keinen stören. Die Seehengst liegt nun auf dem Grund des Pilgergrabens und mit ihr ihre Fracht. Wenn ich diesen Scharlatan von einem Priester in die Finger kriege, den wir für das Segnen des Schiffs bezahlt haben, reiße ich ihn sein Künaref, Amulett vom Hals und erwürge ihn damit. Wie auch immer, falls ihr irgendwelche Taucher kennt, die eine Herausforderung suchen, habe ich diesem Brief einen Zaubertrank der Wasseratmung und ein paar Schriftrollen beigelegt. Das wird ihnen nicht gegen die Schlachterfische helfen, aber immerhin beim Luftanhalten. Gut, ich denke mal. Hoffe mal, obwohl die Mission sich nicht geupdatet hat, dass das war. Ansonsten gucken wir jetzt noch mal kurz auf die Karte. Ja. Kehre zu Galma zurück. Das machen wir aber auf einem kurzen Weg, indem wir denselben Weg hier zurückrennen. Das ist nicht derselbe Weg. Das aber. Ja, komm. Legen Zahn zu, Kollege. Karte wieder gucken. Bing. Was soll denn hier schon wieder? Ach, das sind aber die allgemeinen, alles klar. So, wir müssen uns irgendwie nach Norden halten. Allerdings erstmal wieder in den oberen Bereich rein, denke ich. Weil das dürfte, wenn es mich nicht alles täuscht, der Palast sein. Ich glaube, da haben wir sogar einen echten Questmarker, wenn ich das richtig erkenne. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren? Nö, keine Lust. Warum verschwenden wir doch gleich Zeit und schwindende Reserven, um einer Legende hinterher zu jagen? Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existiert. Wer redet hier so auffällig? Die Jarl sind verärgert. Sie unterstützen euch nicht alle. Die Jarl sollen verdammt sein. Sie verlangen die Volksversammlung. Und die Volksversammlung soll auch verdammt sein. Wir sollen riskieren, dass diese Milchtrinker Toriks Frau auf den Thron setzen? Die präsentiert Himmelsrand den Elfen doch auf einem Silbertablett. Noch ein Grund mehr. Die Krone würde euren Anspruch legitimieren. Eine Krone macht noch keinen König. Nein, aber diese... Wenn sie überhaupt existiert. Es gibt sie wirklich. Sie wird das Symbol für die Rechtschaffenheit unserer Sache sein.
Das solltet ihr einmal bedenken. Die Zackenkrone. Sie kündet von einer Zeit, in der es weder Jahr noch Volksversammlung gab. Einer Zeit, in der ein König noch ein König war, weil seine Feinde vor ihm niederfielen und sein Volk sich erhob, weil es ihn liebte. Himmelsrand braucht einen solchen König. Und ihr werdet dieser König sein, Ulfric. Ihr müsst dieser König sein. Seid ihr sicher, dass ihr sie gefunden habt? Wann habe ich euch jemals belogen? Gut, ich sende den Unblutigen hier mit euch. Habt ihr Lust, durch einen moderigen Kerker zu kriechen, um zu sehen, ob ihr Galmars Zackenkrone auftreiben könnt? Klar. Sie ist dort. Ihr werdet schon sehen. Ihr lebt. Dann schulde ich Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Reicht es nicht, dass ich kaiserlich bekämpfen möchte? Ihr könnt einen Kaiserlichen euer Schwert in den Leib rammen, wann immer ihr wollt. Das macht euch aber noch lange nicht zu einem Sturmmantel. Wir kämpfen nicht nur gegen die Kaiserlichen. Wir kämpfen, um Himmelsrand zu alter Pracht zu verhelfen. Um dem Land den König zu geben, den es verdient. Mein Eid? Wo ihr wirklich zu uns gehört, müsst ihr Jarl Ulfric Sturmmantel, dem zukünftigen Großkönig von Himmelsrand, einen Treueeid schwören. Außerdem müsst ihr auch euren Gefährten bei den Sturmmänteln, dem Land und dem Volk von Himmelsrand, eure unerschütterliche Treue schwören. Ja, komm, nehmen wir diesmal die. Ich hatte letztes Mal die Kaiserlichen. Einfach gut, da habe ich mal die Seite auch gesehen. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr einer von uns, ein Held des Volkes, ein wahrer Sohn Himmelsrands, ein Sturmmantel, sprecht mir nach. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Was, darüber hinaus? Echt? Ja gut, Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüdern und Schwestern. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Das könnte ein langer Tag werden, Leute, stellt euch doch ein. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ihr seid jetzt einer von uns. Also dürft ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Ach ja, hier. Da ihr nun zu den Sturmmänteln gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. Nix da. Denkst du, ich trage hier Pelz? Das sieht scheiße aus. Passt dort draußen auf euch auf, Platzhalter. Hey, Unblutiger. Gut. Wie lautet die Mission? Ich habe die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ist das nicht unglaublich? Unser Ziel ist Corvan Yund. Sollte der alte König Borgas tatsächlich dort begraben sein, müssen wir mit Problemen rechnen. Eure Sturmmantelbrüder sammeln sich bereits vor dem Grab. Wir treffen uns dort, sobald ich hier alles erledigt habe. Was ist die Zackenkrone? Kennt ihr nicht den alten Vers? Der Schlund speit eiseskalte Schneiden, hinab vom blauen Drachenthron, gebärt des stolzen Winters Leiden, den Großkönig samt Zackenkron. Ihre Geschichte reicht mindestens bis in die Zeit König Harald zurück. Der Großkönig hat seit eh und je die Zackenkrone getragen, als Symbol seiner Stärke und Macht. Die Krone wurde aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt.
Sie soll einen Teil der Macht jedes Königs enthalten, der sie getragen hat. Das mag stimmen oder nicht. Doch wer würde schon Ulfrichs Anspruch anfechten, wenn erst die legendäre Zackenkrone sein Haupt ziert? Woher wisst ihr, dass die Krone in Corvajund ist? Nun, ihr Standort ging mit König Borgas verloren, nachdem er auf seinen verfluchten alessianischen Kampagnen während der großen Jagd getötet wurde. Der Legende nach wurde sein Leichnam aber heimlich nach Himmelsrand zurückgebracht und mit der Krone begraben. Das Wissen über den genauen Ort ging in den nachfolgenden Erbfolgekriegen verloren. Mit Hilfe von Quellen, die nicht genannt werden sollen, habe ich die vermeintlich letzte Ruhestätte von König Borgas ausgemacht. Corvajund. Wenn es die Krone wirklich gibt, ist sie dort. Rechnet ihr mit Gefahr? Oh ja. Der alte König Borgas wurde auf der großen Jagd getötet. Nur die Götter wissen, mit welch frevlerischen Künsten diese Elfen seine Überreste verflucht haben. Von Flüchen einmal abgesehen. Sind die Gräber von Königen denn nicht immer voller Fallen, um Grabräuber abzuwehren? Aber keine Sorge. Nichts, womit ein Haufen Sturmmäntel nicht fertig werden könnte. Warum seid ihr in den Krieg eingetreten? Gründe? Seit wann braucht ein Mann einen Grund dafür, seine Familie zu beschützen oder sein Heimatland zu verteidigen? Streng genommen ist das ein Grund. Es sind die verfluchten Fremden und das Kaiserreich, die Gründe brauchen. Stellt euch gegen jeden, der kein Nord ist. Ich verachte die Tyrannei. Und ich verachte jeden, der mir vorschreibt, wie ich leben, was ich denken und woran ich glauben soll. Ich bin ein Mann. Himmelsrand ist meine Heimat. Und darauf bin ich stolz. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Lest eure Geschichtsbücher. Genug geredet. Rüstet euch mit dem Notwendigen aus. Was? Begebt euch gefälligst zum Rest der Männer in Corvajund. Was ist das Ziel dieses Krieges? Zuerst werfen wir die Talmor und ihre verdammten kaiserlichen Marionetten aus dem Land. Dann machen wir Himmelsrand wieder zu dem, was es einmal war. Wenn wir das erreicht haben, ziehen wir mit unserer Armee gegen den Bund und zeigen den spitzohrigen Bastarden, dass nicht jeder bereit ist, ein Dasein als Sklave zu fristen. Wow. Wartet nicht auf mich. Ist schon... Vermutlich bin ich noch vor euch im Corvajund. Hardcore rassistisch. Irgendwie. So, mein Jarl. Wieso seid ihr immer noch hier? Ihr solltet doch in Corvajund sein und beweisen, die dass... Die Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Okay. Möget ihr sich erreichen. Gut, okay. Dann gucken wir jetzt mal auf die Karte. Gar nicht wahr. Wir müssten erstmal ins Tagebuch gehen. Doch, ist alles aktiv anscheinend. Das musste ich abwählen. Nö, gut. Dann scheint es zu passen. Ist hier jetzt irgendwas? Kann ich noch ein bisschen raus tun? Geht das? Ja, ein bisschen. Ich wollte erstmal so den Osten abgehen. Wir waren irgendwann auf dem Weg hier, glaube ich. So, machen wir mal im Zwölf. Ich weiß, dass wir schon mal da waren. Und dann hat es uns ja hier nach oben verschlagen. Ich weiß gar nicht mehr wie. So, jetzt schauen wir uns erstmal um. Ja, da sind noch zwei Sachen. Das eine ist entdeckt oder nicht? Osten, mal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube es ja nicht. Okay. So, Osten, Süden. Das sind jetzt beim nächsten. Eigentlich würde ich am weitesten nach Osten wollen. Gehen wir erstmal zu der Höhle. Dann zum Drachensymbol. Oh, das Drachensymbol erscheint mir sehr nah. Ist das ein Drachengipfel hier? Kann ich schleichen und klettern zugleich, das ist gut. Bergsteigen in Skyrim ist auch immer eine tolle Sache. Ach, da ist ein kaiserliches Lager. Ich bin jetzt offiziell am Feind, oder?
Ehe ich jetzt hier gleich eine saftige Strafe einhole, speichere ich mal sicherheitshalber. Danach lassen wir die Hülle auf sie runter. Was? Kommt schon. Schon massiv unfair irgendwie, oder? Er wird sich wahrscheinlich gleich bewegen, ja. Okay, die nächsten holen wir mit Bombardement. Warte noch kurz, bis der Boden sich wieder aufgefüllt hat. So, soll ja gut gehen. Okay, alles tot. Das werden nur die Pferde sein. Wollte ich eigentlich gar nicht umbringen, aber... Bombardement und Bolid. Entdeckt? Wer? Wo? Das gilt schon als Diebstahl? Huch, irgendwer schießt auf mich. Ach, hier ist noch jemand. Hi. Ganz vergessen, ich habe hier gar nicht mehr aktiv. So. Du kannst nicht sterben, oder? Das ist natürlich doof. Ist alles nicht so toll hier. Moment, die kann man noch mitnehmen. Gucken, ob ich irgendwie alle Fähnchen erwische. Ja, soll auf mich schießen. Er kann nicht sterben. Das ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen unangenehm. Aber ist nun mal so. Wir haben ja jetzt unsere Treue den Sturmmänteln geschworen und damit sind die Kollegen ja eigentlich alle potenziell Feinde. Oh, eine Kiste, nett. Ich bin auch bald wieder voll. Die schon wieder da? Nee, gut. What? Kann ich wieder reden? Okay, du bist gestorben. Hier habt ihr nicht.
Hast du Glück, dass du unsterblich bist? Ach, die blutigen Lumpen wollte ich bestimmt haben, Leute. Na ja, gut. Was sind eigentlich die ganzen anderen? Ich habe hier doch haufenweise Leute umgenietet. Sind die alle weg? Ah, da liegt noch einer. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen gewichtstechnisches Problem. Okay. Wir sind voll. Jetzt gehen wir zur Mine. Das ist unser nächster Restock-Point dann. Auch nicht. Da war jetzt zu viel, okay. Ja, lass mich doch an Land, Leute. Nehme ich noch die Blumen mit, dann schmeiß ich irgendwas weg. So, irgendwas. Hier ist eh unnütz. Definitiv kein Favorit. So. Die Mine haben wir entdeckt. Sehr schön. Lehrer sagt, okay, gut. Ja, ich würde sagen, 1, 2, 3. Ja, ich würde sagen, für heute reicht das. Machen wir Schluss. Nächstes Mal machen wir der Mine hier weiter. Ich gehe jetzt natürlich noch ganz brav verkaufen und sage, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.